Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Seit knapp einer Woche ist die neue griechische Regierung im Amt und es tobt jetzt eine breite Debatte, wo zuallererst über Schuldenschnitt und Grexit gesprochen wird. Ich glaube, das, was jetzt gerade dringend ansteht, sind nicht Entscheidungen über Grexit oder Schuldenschnitt, sondern was jetzt ansteht, ist eine ganz andere Frage, nämlich die Frage, was ist zu tun, damit die griechische Wirtschaft Luft bekommt, um überhaupt sich wieder zu entwickeln? Und was ist zu tun, um die soziale Katastrophe abzuwenden? Kurzum, ich meine, was zuallererst entschieden werden muss, sind nicht Fragen von Schuldenschnitt, sondern sind Fragen, wie eine ordentliche Reichtumsbesteuerung in Griechenland möglich ist. Ich will auf ein paar Punkte in dieser Debatte ganz klar eingehen. Ein zentrales Argument auch von Seiten der Bundesregierung, von Unionspolitikern lautet immer, ja, es handelt sich ja bei den Memorandumsvereinbarungen um Verträge und Verträge sind einzuhalten. Pacta sunt servanda. Dazu ist Folgendes zu sagen. Zum einen, und das wissen wir ja auch durch E-Mail-Wechsel zwischen dem ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten und der Troika, ist ja doch sehr deutlich geworden, dass diese Vereinbarung in den Memoranden ja unter großem Zwang zustande gekommen sind. Und mal Beispiel oder ein Bild zu nehmen bei einer Zwangsheirat würde man ja auch nicht hinterher sagen, es handelt sich ja hier um einen Ehevertrag, das ist jetzt für immer zu vollziehen. Zum Zweiten muss man klar sagen, es gibt ja nicht nur die Verträge, die dem sogenannten Hilfspaket zugrunde liegen, sondern es gibt auch die europäischen Grundlagenverträge. Und diese europäischen Grundlagenverträge sehen ganz klar eine Bindung ans Prinzip der Demokratie und an die sozialen Menschenrechte vor. Und das Prinzip der Demokratie heißt auch, dass ein Land die Möglichkeit haben muss, sich eine andere Regierung zu wählen und diese andere Regierung dann die Möglichkeit haben muss, eine andere Politik zu machen. Insofern meine ich, und das ist auch mein Appell an die Adresse der Bundesregierung, das Gebot der Stunde lautet jetzt verhandeln und sich verständigen. Und ich finde, das ist nur eine Grundbedingung für eine vernünftige Außenpolitik, dass man sagt, ja, nach Regierungswechsel muss es die Möglichkeit geben, neu zu verhandeln. Zum Zweiten wird jetzt gerade von Seiten der Union sehr ausführlich beschrieben, was für ein System von Klientelismus und Korruption in Griechenland herrscht. Das Ganze wird mit dem Gestus der Empörung vorgetragen. Man könnte fast meinen, wobei offensichtlich häufig nicht erwähnt wird, dass es ja gerade die Schwesternparteien von CDU und SPD waren, die ununterbrochen in den letzten 40 Jahren in Griechenland regiert haben und an den tatsächlich zu kritisierenden Zuständen wie Korruption und Klientelismus beteiligt sind. Also um es nochmal ganz klar zu machen, sind die Schwesternparteien von CDU und SPD, die in Griechenland das System von Korruption und Klientelismus nicht bekämpft haben, es im Gegenteil sogar befördert haben. Syriza hingegen ist nun wahrscheinlich der einzige Garant dafür, dass man tatsächlich diese Korruption angeht und dort einen neuen Pfad einschlagen kann. Ein dritter Punkt, der mir in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, weil ja immer wieder gefragt wird, ja, soll man denn noch mehr Geld der Steuerzahler jetzt nach Griechenland geben? Also ich meine, in der Vergangenheit ist sehr viel Geld in den sogenannten Hilfsfonds geflossen. Das Ärgerliche ist erstens, dass dieses Geld nur zu einem winzigen Bruchteil, noch nicht mal 10%, tatsächlich der griechischen Bevölkerung zugute gekommen ist. Der Rest dieser über 200 Milliarden ist den Banken im Schuldendienst zugeflossen. Also die griechische Bevölkerung hat davon ganz wenig zu sehen bekommen. Und die Zahlung dieser Gelder war geknüpft an Bedingungen, die kontraproduktiv sind, die eben eine Situation in Griechenland geschaffen haben, dass die Wirtschaft nicht auf die Beine kommt. Die griechische Wirtschaftsleistung ist ja um 26% in dem Zeitpunkt zurückgegangen. Kurzum meine ich, in der jetzigen Situation stellt sich vor allen Dingen die Frage nicht nur verhandeln, sondern auch, was kann von Seiten der Europäischen Union getan werden, um eine ordentliche Reichtumsbesteuerung in Griechenland zu unterstützen. Und da möchte ich zwei ganz konkrete Vorschläge unterbreiten. Der eine Vorschlag lautet, man müsste sich europaweit darauf verständigen und die Banken auch darauf verpflichten, dass Vermögen über 100.000 Euro auf einer Bank von griechischen Bürgerinnen und Bürgern an die griechische Regierung gemeldet werden. Auch um den jetzigen Trend zur massiven Kapitalflucht aus dem Land etwas entgegenzusetzen. Und zweitens sollte man europaweit nicht nur mit Blick auf Griechenland
die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft binden. Das heißt, natürlich sind die Menschen frei, ihren Wohnort selbst zu wählen. Jedoch muss klar sein, seine Einkommenssteuer zahlt man dort, wo man die Staatsbürgerschaft hat. Zumindest die Differenz sollte man dann zahlen, weil ich finde, es ist nicht hinnehmbar, dass griechische, nicht nur griechische, sondern europäische Staaten um Steuereinnahmen gebracht werden, weil die besonders Reichen es halt vorziehen, in Steueroasen zu wohnen. Was man mit Blick auf Griechenland natürlich auch noch mal klar ansprechen muss, ist, es ist bitter, dass Syriza 2 Sitze im Parlament zur Mehrheit fehlen, dass sie deswegen eine Koalition mit der ANEL eingehen müssen. Das ist bitter, eine bittere Pille. Für die Linke in Deutschland käme so eine Kooperation auch überhaupt nicht in Frage. Die Frage ist aber natürlich, was ist die Alternative dazu? Was wäre passiert, wenn Alexis Tsipras jetzt nicht Regierungsverantwortung übernommen hätte? Nach dem griechischen Wahlsystem hätten sehr schnell Neuwahlen angestanden. Neuwahlen, bei denen die nicht unberechtigte Sorge bestand, dass am Ende eine richtige Nazi-Partei, nämlich die Morgenröte, als Profiteur davon rausgeht. Und drittens will ich schon sagen, was ich sehr auffällig finde, ich bin ja froh über das rege Interesse an dieser Regierungskoalition, nur manchmal den Eindruck, da wird mit zweierlei Maß gemessen, weil erst 2011 die Schwesternparteien von CDU und SPD mit Laos eine Koalition gebildet haben. Laos ist sogar noch ein Tick rassistischer, soweit man das vergleichen kann, als ANEL. Da gab es diese Aufmerksamkeit nicht. Aber gut, werten wir das als ein steigendes Interesse. Der zweite Thema, zu dem ich sprechen möchte, sind die Verhandlungen um das TTIP, das US-amerikanisch-europäische Freihandelsabkommen. Heute beginnt in Brüssel die 8. Verhandlungsrunde. Bei diesen Verhandlungen geht es unter anderem um die Schiedsgerichte. Und um es noch mal ganz klar zu sagen, es geht hier nicht um irgendwelche juristischen Fachfragen, sondern wenn diese Schiedsgerichte so kommen, wie sie bisher vorgesehen sind, dann handelt es sich ganz klar um einen eklatanten Bruch mit allen demokratischen Prinzipien. Ja, die Demokratie wird damit ausgehebelt, weil dann am Ende eine Stelle von 3 Rechtsanwälten entscheidet, ob Parlamente, demokratisch gewählte Regierungen überhaupt noch das Recht haben, eigenständige politische Entscheidungen vorzunehmen. Aus unserer Sicht macht auch der Vorschlag der EU-Kommission, die ja jetzt gesagt hat, es müsse halt mehr Offenheit bei den Schiedsgerichten handeln, die ganze Sache nicht besser. Bei diesem Vorschlag handelt es sich nur um eine Beruhigungspille und wenn jetzt diese Pille geschluckt wird, droht ein böses Erwachen. Es freut uns natürlich festzustellen, dass die Gegnerschaft gegen das TTIP wächst. Das entsprechende Unterschriftensammlung, die Bürgerinitiative gegen das TTIP hat ja inzwischen 1,3 Millionen Unterschriften zusammenbekommen. Die Forderung der Linken in diesem Zusammenhang ist ganz klar, Abkommen wie TTIP und CETA sind zu stoppen. Drittens und abschließend möchte ich zu den Vorschlägen Zuwanderung nach Punkten reden. Am Wochenende ist ja der SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann mit Vorschlägen für ein flexibles Punkteprogramm zur Steuerung der Einwanderung aus der Deckung gekommen. Man könnte ja meinen, dass diese Vorschläge dazu dienen, die erhitzten Pegida-Gemüter zu beruhigen. Ich habe eher den Eindruck, dass man sich hier die dumpfen Argumentationsmuster zu eigen macht. Also ohne jetzt auf die Vorschläge im Einzelnen einzugehen, wird ja damit eine Sache verschärft, die Einteilung in nützliche und nicht nützliche Migrantinnen. Wenn man die Langzeitstudie von Professor Heidmeier gelesen hat, wird deutlich, dass genau das Problem ist. Wir haben einen zunehmenden Nützlichkeitsrassismus in der Gesellschaft. Es stark einhergeht mit einer Verachtung gegen ganz bestimmten Menschengruppen, ein Treten nach unten. Und wenn jetzt von Regierungsseite dieses System noch verstärkt wird durch eine verschärfte und detailliertere Punkteregelung, finde ich, ist das eher ein Armutszeugnis. Wir als Linke meinen in dem Zusammenhang, nicht die Flüchtlinge sollten bekämpft werden, sondern die Fluchtursachen.
Und dazu gehört zum Beispiel, dass man Schluss macht mit Rüstungsexporten, weil eine Ursache für Flucht sind ja Bürgerkriege, die immer auch durch Waffen des Westens befeuert werden. Und eine zweite wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Fluchtursachen besteht darin, dass man Methoden des Landgrabbing, an dem sich im Übrigen auch deutsche Banken und Firmen beteiligen, weltweit ächtet und unterbindet. Also nochmal kurz zur Erläuterung. Landgrabbing meint, dass Familien, die seit Generationen auf einem Stück Land leben, das immer schon haben, ohne dass sie dafür einen Vertrag haben, dieses Stück Land einfach genommen wird, weil zum Beispiel eine Regierung das einfach an einen Konzern, eine Bank verkauft und damit wird ganzen Familien die Lebensgrundlage entzogen. Auch das ist eine Fluchtursache. Also wir sagen kurzum, Fluchtursachen bekämpfen, aber nicht Flüchtlinge bekämpfen.